So Leute, herzlich willkommen hier wieder zurück zu Soldier of Fortune 2. Wir haben den Strom ausgemacht, wir haben viele Menschen erschossen, wir wurden oft erschossen und sind jetzt wieder hier. Und ja, hier vorne war schon da. Der kleine Laborpraktikant, der wird als erstes abgeknallt. Warum? Ihr wisst es. Der nimmt nämlich als nächstes eine Waffe und knallt mich ab. Ja, guckt euch das an. Das ist schon. Das war so klar, dass das passiert, ne? Jo, Leute, das war der Start. 40 Sekunden habe ich durchgehalten, bin ich gestorben. Voller Energie, alles voll. Möchte ich nochmal sagen, wir müssen leider hier wieder anfangen, wo wir das letzte Mal schon ein bisschen was geschafft hatten. Denn das Spiel hat mir keinen Speicherpunkt mehr gegeben. Und möchte mir eindrucksvoll heißt das, glaube ich, demonstrieren, dass es hier einfach auch mit unfairen Mitteln eine kleine Schwanzverlängerung kriegt. So ist es. Was anderes ist es ja nicht. Muss man ja so sagen, ne? Hallo? Lass mich raten, hat genau hier reingetroffen? Nee. Ich glaube, es waren nur zwei, ne? Oder? Es waren nur zwei Gegner. Und ich kacke so dermaßen schon wieder ab. Das ist schon wieder, also, das ist schon wieder, das ist die Hölle auf Erden. Yo! Sehr gut, Mully. Mully McMullins. Wenn er Auto nachlädt. Das ist immer gut. Auto nachladen, wenn man irgendwo drüber läuft, mitten im Kampf. Optimal. Da hinten war, glaube ich, noch einer. So, Problem da oben. Zwei. Du wirst doch wohl jetzt liegen bleiben. Du wirst doch wohl jetzt nicht deine Hand gegen mich erheben. So, guck mal. Es läuft optimal. Hier kommen gleich ganz viele Gegner. Ich habe den Kopf geschossen, ne? Er hat eine Wollmütze auf. Er hat eine Wollmütze auf. Ich möchte nur mal sagen, er hat eine Wollmütze auf den Schädel. Und was passiert? Ich kann ihn nicht erschießen. Naja, okay. Man weiß ja nie, was so eine Wollmütze alles abhält. So, hier waren wir eben. Hier habe ich den Part gestartet und dann bin ich gnadenlos abgekackt. Keiner weiß wieso. Aber so war's. So, warte mal, aber da hinten kommen sie ja gleich. Mann! Mully! Mully ol Knalli! Mully, 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 Mully. Boah, immer das mit dem irgendwo hängen bleiben an irgendwelchen Türen. Ba-ba-ba-ba-bam. Weil du nach räudiger Scheiße stinkst. Hör jetzt auf, herumzulatschen, nervst. Oh, warum stirbt der nicht einfach? Kann der nicht einfach sterben? So wie alle seine Leute. Nee. Ei, 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 wo ist er denn? Da war er. So, bin wieder fast tot. Aber wartet mal, ich habe hier hinten noch was. Hehehe. Gott, bin ich clever. So clever. So, komplette Rüstung wieder weggeholzt. So muss das sein. Was war das? Nehme ich mit. Da haben wir auch noch eins. Die zwei Schuss sind, denke ich, ganz gut. Oh, fick dich! Ja.
Scheiße, ey. Du wirst jetzt schön dich hinlegen. Komm. Oh, echt? Die eine Granate durch drei Wände durch? Trifft mich selbst? Boah, nee, Leute. Das Spiel will mich einfach nur noch dissen. Gewusst wie gedisst. So, ich geh jetzt hier lang. Vorwärts zum Ausgang, wartet mal. Dann gehe ich doch nicht da lang. Dann lasse ich mich nochmal schießen. Hier ist doch bestimmt noch was Geiles, oder? Hier ist nichts mehr. Okay, ich hätte gehofft, dass vielleicht hier noch was Geiles ist, aber... Es hätte auch ein Gegner sein können, der mich einfach, erschießt. Okay, wir haben den Level geschafft. Es ist kein spielerischer Genuss mehr, ich weiß. Denn es ist sauschwer. Es ist wirklich so schwer. Ich hoffe, dass jetzt das Levelende kommt. Doch, wer? Ich seh dich, du Batz. Der alte Saubatz. Yeah, meine AWP-Skills von Counter-Strike sind wieder da. Okay. Nein! Mach eine Waffe, Mann! Oh Gott, nimmt ja wieder die Waffen, wo nichts drin ist. Hier waren wir doch schon, hier sind wir doch einst reingekommen, oder? Bin ich der Meinung? Jetzt lädt er wieder automatisch nach. Ich meine, es ist auch logisch, aber manchmal nervt. So, da hinten ist es neu. Maul. Lässt du sie wohl liegen? Also, das ist ja wohl frech. So, hier kam ich eins rein. Es ist echt krass, dass man hier nichts mehr kriegt. Keine Rüstung. Ich sage immer Rüstung, ich weiß, es ist ein verdammt gutes Spiel. Ich meine, warum beschwere ich mich überhaupt, wenn ich es auf extrem schwer stelle, dass es dann so schwer ist? Ist ja logisch, ne, aber es ist schon teilweise echt frustrierend. Ich speichere ab. So, ich habe wieder Speicherpunkte. So, da geht's hoch. Ich hoffe mir hier immer noch so einen kleinen... Ach, scheiße. Die Lichtstimmung hier. Richtig geil. Die Brutalität geil. Das Leveldesign geil. Der Schwierigkeitsgrad. Auf extrem schwer. Einfach zu extrem schwer. Oh, guckt euch das an. Das will ich haben. Das hatte er sich auch gedacht, dass ich das haben will. Wartet mal, wir haben wieder die Pumpe. 10 Schuss ist eigentlich optimal für so einen Raum. Okay, wartet mal, wir gucken erstmal hier. Ist hier noch irgendwas Geiles? Geht's ja weiter. Mit dem Fahrstück kamen wir da nicht mit irgendwie. Mit dem kamen wir an, ne? Aber hier hinten, das sieht so aus, hier ist hell. Ich will eigentlich lieber ins Helle gehen. Nur so ein bisschen hell. Ach was, verschlossen, echt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, dann nehmen wir halt einfach den Fahrstuhl. Was ja eigentlich logisch ist, dass der nicht funktioniert, weil wir den Strom ausgestellt haben. Warum sollte der Fahrstuhl funktionieren? Weil er ans Notversorgungssystem angeschlossen ist. Deswegen, so. Da konnte ich mich nochmal aus der Affäre ziehen. Ne? So, wie geht's denn jetzt weiter? John Mullins. Hier. Streng mal dein Hirn an. Einfach hier rausgehen. Das ist locked. Warum ist das locked? Kann ich das nicht einfach kaputt schießen? Granate durch? Nee. Granate durch und dann geht's los. Dann fliegt die Tür auf und ich kann durchgehen.
Ich bin gerade echt ein bisschen ratlos. Irgendwas mit dem Fahrstuhl wird es ja sicherlich sein. Hier. Warum nehmen wir nicht aber das? So, logisch. So, wartet mal. Wartet mal. Hier kommen doch bestimmt gleich irgendwelche Leute. Was habe ich denn jetzt davon? Kann ich hier hochklettern? Ah, ich kann nicht hochklettern. Oh. Kletter doch mal hin, Mann! Oh. Alter Mali, du bist der größte Knallkopf, ganz ehrlich, im Fitnessclub bist du nicht, oder? Im Fitness-Test bist du aber sowas von durchgefallen. Wo gingst du jetzt lang? Alter, sowas darf einfach nicht passieren, finde ich. Sowas darf einfach nicht passieren. Diese Klettereinlagen, wenn das funktioniert, dann, das muss einfach funktionieren. Es geht nicht, dass es nicht funktioniert. Kam ich jetzt hierher? Ich weiß schon, wo ich hin muss. Krass, dass der mich noch treffen kann, ey, hier mit meinem Speedrun-Skill. Aber So, Mali, wollen wir? Wir probieren es nochmal. Vielleicht, ich benutze einfach nochmal einen Speicherpunkt. So, jetzt hier rüber. Okay, Schnalli McMali, das war nix. So, entweder du machst jetzt was oder was ist das für eine Scheißtechnik? Warum klappt das denn nicht? Das ist doch scheiße. Das muss doch irgendwer Probe gespielt haben und sagen, Alter, das klappt nicht. Das schmeiß mal raus. Das ist scheiße. Das geht einfach nicht. Der fällt da ständig runter, dieser alte Dödel. Er lebt immer noch, Alter. Mann! Meine Güte! Boah. Computerspiele machen aggressiv. Ja, ja, das machen sie wirklich. Denn sie sind teilweise echt scheiße gemacht. Deswegen machen sie aggressiv. Und deswegen, ich kletter einfach mal hier drüben hoch. Vielleicht ist die Seite ja nicht so scheiße. Ich speichere jetzt ab, ist mir egal, Leute. Ich speichere jetzt einfach ab, weil hier geht's ziemlich lang. Ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Es ist unmöglich hinzukommen. Er hält sich fest und dann, wenn man... Ein Zentimeter soll er loslassen, es geht nicht, weil er dann lieber runterfällt. Jetzt lass doch los! Ey, das kann nicht der Weg sein, Leute. Das kann nicht der Weg sein. Wie soll das funktionieren, du Trottel? Oh ja, brich dir die Beine, ey. Brichst du dir und steckst du dir in deinen dicken Arsch, du Trottel. Hold on. Ja, voll geiles Leveldesign. 2 Zentimeter weiter nach rechts. Herzlich willkommen zum Fahrstuhl-Absturz-Simulator 2012. Warum 2012? Weil, keine Ahnung, 2012 ein geiles Jahr war. Boah, ich hab's hingekriegt. Aber ich nehme die Waffe nicht mehr. Ich weiß leider nicht, was ich machen soll. Ich meine, ich muss da hochklettern. Er nimmt dann die Waffe erstmal nicht. Hab's gesehen. Also hier kann ich wahrscheinlich irgendwie mit Speed. Jetzt nimmt er die Waffe wieder nicht. Hast du schon echt geil gemacht. Gott. Am liebsten würde ich jetzt nochmal speichern, aber das wäre einfach so verschwendet. Das kann ich nicht bringen. Das kann ich echt nicht bringen. Aber dass mich das Spiel zu so einer Scheiße zwingt, ey. Aber dann macht es mich auch wieder so glücklich, wenn ich das sehe. Ich kann ihn in den Kopf schießen, auch wenn er mir gerade 15 Mal in den Arm... Achso, ich wollte ja nicht speichern, stimmt. Ich darf mich nicht beschweren. So, hier rüber. Ja, du schaffst es. Naja, er war kurz davor. Wir müssen sagen, er hatte ein Handicap. Er wurde gerade 15 Mal in den Rücken geschossen. Deswegen ist das schon manchmal ziemlich schwer. Jumping Man. So, jetzt eine Waffe.
Granados. Das ist runtergefallen. Es muss runtergefallen sein. Alter. Alter, wie zur Hölle? So eine Physik kann man gar nicht kreieren. So schlecht ist die. Jo, danke. Ich habe ihn übrigens in den Kopf geschossen. Kommt der jetzt hier hoch? Oh. Wo ich dem hingeschossen habe, weiß ich nicht. Irgendwer kommt hoch. Ah! Ah! Du Pimmel! Pimmelarsch und Zwerg. Der darf mich jetzt nicht abschießen. Er darf's nicht. Das ist einfach verboten. Hey. Ha! So. Wollten wir nicht eigentlich irgendwas mit der Plattform machen? Eigentlich so ursprünglich mal gedacht. Ich weiß es nicht! Schade. Ich hätte gedacht, es geht kaputt. So. Jetzt wird das Spiel besser. Es wird alles besser. Kann ja auch nicht mehr viel schlimmer werden. Boah, bababa. Nein! Ich benutze den Speicherpunkt. Ich benutze ihn. Ist mir egal. Könnt mich mal. I'm sexy and I know it. Ein Hoch auf die Blendgranate. Und auf dass sie nie was bringt. Wirklich nie. Ich bin mir nicht sicher, ist das eine Blendgranate? Das ist eine Rauchgranate, ne? Das heißt, sie nimmt mir eigentlich die Sicht, weil die Gegner sehen ja sowieso immer durch. Ich kann mir somit also immer wieder ein schönes Eigentor schießen. Finde ich gut. Irgendein Motor ist angegangen. Völlig uninteressant. War das so geplant? Kann doch nicht so geplant gewesen sein. Das Ding ist jetzt runtergefallen. Ich dachte, wir fahren da lang. Ich stürze mich doch da nicht runter. Ich bin hier bekloppt. Ey, ich muss bekloppt sein. Ich muss wirklich bekloppt sein. Ich sterbe doch da. Ich gehe da. Nö, das meine ich. Meine ich. Das ist blödsinnig. Ich gehe einfach wieder zurück. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe gesagt, ey, ich habe alles vorbereitet. Ich habe alles vorbereitet. Ich habe da so ein Ding runtergeworfen. Alles gut. Ich muss da runterspringen. Was ist denn mit ihm los hier? Leute, ihr sollt mich töten. Ja, du. So, wie machen wir denn das jetzt? Ey, das überlebe ich niemals, wenn ich mich ja... Nee. Überlebe ich nicht. Ist ausgeschlossen. Und jetzt so einfach nur runterspringen, um es auszuprobieren. Na, von hier? Vielleicht? Unter Umständen? Geil. Doch, cool. Muss ich sagen, hat sich gelohnt. Yeah, Mali van Knalli holt sich wieder selbst ein auf den Deckel. Ich glaube, ich hätte ein bisschen warten sollen. Warte mal, wir haben ja jetzt Zeit, ne? Die zwei können wir jetzt wirklich abknallen. 3, 2, 1. Der hat euch gesessen. Der hat euch gesessen. So, happy lappy, aber happy. Wir können ja mal vorher gucken. Hier war ja jetzt alles safe, ne? Hier war alles safe. Das Ding fällt runter. Dadurch geht da ein Loch rein. Das habe ich begriffen. So, also, ich zeig's euch mal. Boing. Wusch. Dadurch kann ich jetzt hier drauf springen. Aber es gibt doch keine andere Möglichkeit. Hier runter. Ich werde sterben. Ich muss doch hiermit irgendwie jetzt ein Stockwerk tiefer kommen, oder? Ach so, wo ich herkam, oder was?
Muss ich jetzt diesen blöden Fahrstuhlschacht wieder runter? Das kann nicht sein. Mann! das kann doch echt nicht sein, oder? Oder einfach hier lang? Das ist ja offen. Auch eine Möglichkeit. Nee, ein Schuss ist mir zu wenig. Okay. Bin mir gerade nicht so sicher. Also so sehe ich auch nichts. Ich sehe halt wirklich gar nichts. Ah, hier ist dicht, deswegen. Alles klar. Das ist also sozusagen nur ein kleiner Geheimgang. Ein kleines Aperitif für die nächste Schlacht, damit sie mir wieder zeigen. Guck mal, du hast volle Energie und trotzdem stirbst du instant. So, wir könnten natürlich mal hier hingucken. Und dennoch glaube ich, dass wir... Oh, das war ganz knapp, du. Das war aber eine ganz knappe Nummer. Das war eine ganz knappe Nummer. Jetzt hätte ich gerne einen Safe-Punkt, denn jetzt bin ich hier wieder runter. Ach, jetzt ist hier hinten offen. Ah. Ach so. Ziel aktualisiert. Was haben wir denn jetzt? Zerstören Sie den Virenproduktionslagerort des Terroristenbasis-Infiltrationskurses. Finden Sie Dr. Dingenskirchen. Yes! Yes! Okay, Leute, das war's für heute. Was für ein aufregender Part. Wir sind wieder weitergekommen. Wir sind gar nicht so wenig weit gekommen. Nicht so wenig weit, gar nicht so unweit. Zu kurz, wie auch immer. Wir haben viel geschafft, wollte ich damit sagen. Und wir rücken dem Ziel immer näher. Natürlich sterben wir. Wir sterben häufig. Ich reg mich auf und das ist ja auch richtig so. Denn wer es auf hart haben will, der kriegt es auf hart hier bei meinem Let's Play mit Soldier Fortune 2. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.